Jedenfalls seine Expertise ist immer geschätzt und gut bekannt. Bitte großen Applaus für Micha Knoth. Ich habe gesagt, großen Applaus. Come on! Hi, willkommen zur Hanfparade. Vielen Dank. Und eigentlich wollte ich heute eine große Rede zur Legalisierung von Cannabis halten, warum Cannabis legal werden muss und so weiter. Und dann ist mir aber die Woche ist mir was über die Leber gelaufen. Und zwar war das mal wieder was, was in der Zeitung stand. In der Woche konnten wir lesen, dass medizinisches Cannabis viel zu teuer sei. Oder der GKV, also der Spitzenverband der deutschen Krankenkassen, hat sich in einer Pressemitteilung darüber ausgelassen, dass Cannabis und insbesondere Blüten ja doch viel zu teuer seien und dass die Kosten ständig steigen würden. Und da habe ich mir mal überlegt, wie das mit dem medizinischen Cannabis überhaupt so gekommen ist. Und da ist mir klar geworden, der schwarze Peter wird jetzt wieder hin und her geschoben. Solange der Staat den schwarzen Peter hat, hat der Staat bei uns, das Bundesgesundheitsministerium, sich 13 Jahre lang Ausreden einfallen lassen, warum medizinisches Cannabis nicht zugänglich sein sollte, beziehungsweise nicht verkehrsfähig wird. Dafür mussten 20, 25 Patienten Prozesse anfangen. Es hat genau 16 Jahre gedauert, bis der letzte Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht gewonnen war und das Bundesgesundheitsministerium eingeknickt ist. Cannabis als Medizin legalisiert hat und im gleichen Zuge auch den Anbau beschlossen hat von Cannabis. Dann war der schwarze Peter weg vom Bundesgesundheitsministerium. Die Versorgung der Patienten, wer sich das über die Jahre mit angeschaut hat, war lange noch nicht gewährleistet. Ja? Es gab sehr, sehr, sehr viele Probleme zu der Zeit. So, der Staat hat gesagt, okay, wir sind raus. Wir haben hier die Cannabisagentur und jetzt machen das die Kassen. So, jetzt haben die Kassen den schwarzen Peter gehabt. Die Kassen haben vorher immer gesagt, wir würden ja medizinisches Cannabis erstatten oder wir würden medizinisches Cannabis supporten, wenn es möglich, wenn es eine zugelassene Medizin ist. Seit die Kassen sozusagen die Fäden in der Hand haben, versuchen die Kassen mit übelsten Ausreden, sich vor allem zu drücken, was mit Cannabis als Medizin zu tun hat und insbesondere was mit Cannabisblüten zu tun hat. Ja? Es geht darum, ich bin selber Cannabispatient, sehr viele wissen das. Seit 30 Jahren, ich war lange in Selbsttherapie, ich bin froh, dass ich nicht mehr in Selbsttherapie bin. Ich war 28 Jahre illegal in Selbsttherapie. Und die Kassen haben am Anfang gesagt, wenn es irgendwann erstattungsfähig ist, machen wir das. Ja? Ich selber musste trotz einer Ausnahmegenehmigung, ich war vom Staat sozusagen, von der Bundesopiumstelle, von Ärzten, x-mal überprüft worden, ob ich bedürftig bin. Nachdem das bestätigt war, ich einen Schein vom Bundesgesundheitsministerium hatte, ja, dass ich Cannabispatient bin, hat sich meine Kasse trotzdem geweigert, mir Cannabis, meine Kosten fürs Cannabis zu übernehmen, obwohl die Sachlage ganz, ganz, ganz eindeutig war. Das heißt, ich musste vor Gericht ziehen. Ich bin nicht der Einzige gewesen. Am Anfang mussten die meisten Leute vor Gericht ziehen. Momentan wird nur dann erstattet, wenn die Kassen eigentlich wissen, dass sie rechtlich keine Chance haben, nicht zu erstatten. Und jetzt beschwert sich, und das ist der Oberhammer, der GKV-Spitzenverband über die Preise von medizinischem Cannabis. Das können sie aber nur, weil die meisten Leute gar nicht dahinter gucken. Wer ist der GKV eigentlich? Das ist irgendein Verein, der haut eine Pressemitteilung raus. Ist es aber nicht. Der Spitzenverband der Kassen ist für die Preisgestaltung von Medikamenten zuständig. Das heißt, der GKV, der sich über das teure Cannabis beschwert, ist eigentlich derjenige, der dafür sorgen muss, dass der Preis von derzeit 23,90 Euro auf ungefähr 7 Euro runtergeht, weil, was in Niederlanden möglich ist, ist hier auch möglich, in meinen Augen. In Niederlanden, ja. In den Niederlanden kostet ein Gramm medizinisches Cannabis in der Apotheke zwischen 6 und 7 Euro. Bei uns 23,90 Euro. Ja, und dann beschwert sich der GKV-Spitzenverband, dass die Kosten explodieren. Ich habe nachgeschaut, 2,5 Millionen Euro wurden letztes Jahr für medizinisches Cannabis ausgegeben von den Krankenkassen. Das ist das sind nicht mal 0,1% der Kosten. Und was denkt man sich denn, wenn man ein Gesetz zur medizinischen Verwendung einführt, dass da gar keine Kosten entstehen? Es ist doch logisch, dass im ersten Jahr Kosten entstehen. Diese 2,3 Millionen sind aber auch wiederum viel zu hoch gegriffen,
Denn wäre das ein holländischer Verband, würden wir in einem niederländischen System unter Cannabis produzieren, dann wären das nicht mal 600.000 Euro gewesen. Ja? Und das ist genau dasselbe Cannabis, was es hier im Roten Rathaus für 23,90 Euro in der Apotheke gibt, wie es in Holland in Groningen in der Apotheke für 6 Euro gibt. Das ist das Gleiche. Die gleiche Dose, die gleiche Ware. Und die Krankenkassen, weil die versuchen immer noch mit windigsten Argumenten Echtblüten den Patienten und vor allen Dingen den Ärzten madig zu machen. Ich hab Ärzte getroffen, denen wurde mit Berufsverbot gedroht, falls sie medizinisches Cannabis verschreiben an jemanden, der nicht austherapiert ist. Ja, das Gesetz sagt aber extra, dass man nicht austherapiert sein muss. Es wird trotzdem weiterhin behauptet, man muss austherapiert sein. Die Krankenkasse hat bei mir versucht zu behaupten, eine Rezeptursubstanz wäre teurer, wäre günstiger in der Behandlung. Wenn man das hochrechnet, kostet die Rezeptursubstanz 8-mal so viel wie die Cannabisblüten auf den Wirkstoffgehalt umgerechnet. Trotzdem versuchen die Krankenkassen, dass Leuten, die Cannabisblüten beantragen, weiterhin die Rezeptursubstanz aufzudrängen, obwohl die teurer ist. Also die Argumente, die sind so schlecht. Deswegen habe ich zum Beispiel auch meine Gerichtsverhandlung relativ schnell gewonnen, weil die argumentativ so schlecht sind, das ist so eindeutig, dass sie versuchen, die Cannabisblüten aus den Apotheken zu drängen, die Kostenübernahmen so weit wie möglich rauszuzögern, weil sie jetzt den schwarzen Peter haben. Und ich bin der Meinung, der GKV-Spitzenverband und die Krankenkassen, die täten sehr gut daran, endlich mal im Sinne der Patienten zu handeln, sich vielleicht mal mit Patientenorganisationen zusammenzusetzen, mal nach Holland zu schauen, wie wird es denn da geregelt, und dann eine Regelung im Sinne aller zu implementieren, anstatt weiterhin diese Verweigerungshaltung an den Tag zu legen, ja. Das ist nämlich das Grundproblem. Es gibt immer noch eine Verweigerungshaltung in der Ärzteschaft und bei den Kassen. Und das ist sehr schwierig, momentan Cannabisblüten auch verschrieben zu bekommen. Viele, viele Patienten müssen noch in der Illegalität leben und werden halt genauso behandelt oder sind dann halt auch dumme Kiffer, ja. Wenn sie das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Auch die meisten Patienten, die keine Kostenübernahme kriegen, 23,90 Euro, da kann man sich keine Therapie mit leisten. Das kann kein Mensch selber bezahlen, ja. Und das sind alles Leute, die nach dem neuen Gesetz eigentlich viel, viel schlechter leben. Und das Gesetz ist auf dem Papier gut, ja. Aber es ist eigentlich undenkbar, dass alle Player, die daran beteiligt sind, so eine Verweigerungshaltung einnehmen. Das ist auch einmalig in der deutschen Medizingeschichte, ja. Dass die Krankenkassen und die Ärzteschaft gegenüber über einer legalen Medizin eine wirkliche Kampagne fahren. Die sächsische Ärztekammer, der Vorsitzende, schreibt etwas vom Teufelskraut vom giftigen Cannabiskraut, das jetzt als Medizin legalisiert wurde. Dann sieht man ja die Grundeinstellung. Und deswegen bin ich der Meinung, dass da wirklich auch die einzelnen Menschen Druck auf ihre Krankenkasse machen müssen. Ja, weil wir bezahlen die Beiträge. Wir sind alle Beitragszahler, ja. Und was die da mit unseren Beiträgen für eine Scheiße bauen, ja, das finde ich undenkbar, dass da wirklich ein Gesetz im Prinzip, was auf dem Papier gut ist, die Verhinderung durch die Krankenkassen umgesetzt wird. Und deswegen, wenn ihr das nächste Mal irgendwas hier mit eurer Krankenkasse zu tun habt, auf irgendeine Weise, sei es wegen Cannabis oder wegen einer anderen Sache, ja, weist die Sachbearbeiter darauf hin, dass da noch viel zu tun ist. Ansonsten, chillt noch ein bisschen, ich wünsche euch noch eine schöne Handparade und schaut mich auf YouTube, der Micha und so und ja. Dankeschön. Tschüss. Ja, nochmal ein bisschen mehr Applaus hier für den Micha. Der reist sich schon ziemlich viele Jahre lang hier. Den Allerwertesten auf, um Informationen rund um Hanf, die Szene und was sie so tut, für euch alle aufzubereiten.